Wir haben natürlich neben all den werkprozessualen Ansätzen in dieser Ausstellung, neben der Werkgenese, war es natürlich ein ganz zentrales Anliegen, das Werk Hanne Darboven in dieser Umfänglichkeit, in dieser Vielfalt, in dieser Materialfülle auch einmal auszustellen. Und da eignet sich am allerbesten vielleicht tatsächlich die Arbeit Kinder dieser Welt, weil die, die gilt allgemein als ihr materialreichstes Werk, weil es da eben nicht nur die Jahrhundertzählungen und die Notation gibt, sondern eben auch eine Vielzahl von Gegenständen, von eben Spielzeugen, von Kasperletheatern und vieles mehr, wo also dieser installative Aspekt, der hier in der Ausstellung immer wieder auftaucht, auch zum Tragen kommt. Die Arbeit Kinder dieser Welt entsteht in den 90er Jahren, ich glaube von 1990 bis 96 arbeitet Hanne Darboven daran, und die entsteht vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung, der Wende und dem quasi Ende des Kalten Krieges, wo dieses Kindsein als eine Art optimistischer, hoffender Neubeginn halt zu lesen ist. Und Hanne Darboven nimmt eben diese historische Phase zum Anlass, das gesamte 20. Jahrhundert einmal durchzuarbeiten. Das heißt, dass sie in ihrer Art Quersum zu bilden von 1900 bis 1999 einmal eben jeden Tag halt abbildet als Quersumme. Diese Zählweise in verschiedenen Formen dargestellt halt, die füllt die Wände hier, da ist zentral eben das Blechbläsertrio. Opus 42a, was eben 2134 Blätter umfasst, und wiederum die Zahlen, die dort eben halt verschriftlich aufgeführt sind, finden sich an anderer Stelle halt übertragen in eine Notation wieder. Und an diesem Werk wird die ganze Komplexität des Werkes halt sichtbar, weil diese Quersummen natürlich sich übertragen lassen in eine Notation. Ne? Wenn Sie sich das Notensystem anschauen, Sie haben da 5 Linien und 4 Zwischenräume, und das sind eben genau die Ziffern 1 bis 9. Und Sie können natürlich dann jede x-beliebige Zahl irgendwo auch da einfügen, da einschreiben. Und wir haben tatsächlich die Handschrift Hanne Darbovens, die handschriftliche Notation, die dann später von einem ihrer sogenannten Co-Worker, einem Musiker namens Friedrich Stopper, angeglichen wurde, transkribiert wurde in ein Notensystem, wo es dann halt auch Taktung gibt und verschiedene Angleichungen, sodass eben aus diesem Jahrhundert, ja, aus den Daten des Jahrhunderts über die Übertragung in die Quersummen eine Notation wird, die dann am Ende eine Komposition wird, die dann wiederum in einem der Räume tatsächlich gespielt als ein Blechbläsertrio dreistimmig mit Posaune, Trompete und Horn auch dargeboten wird und die Räume füllt.